Einen wunderschönen guten Morgen euch allen und euren begleitenden Lehrkräften. Von unserer Seite her auch ein ganz herzliches Willkommen zur 11. internationalen DFG-Olympiade. Und wir haben wieder Gruppen hier versammelt, die alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich den internationalen Austausch, den Austausch über die Grenze hinweg, die Mehrsprachigkeit. Und sie werden repräsentiert durch Schulen, die diese Philosophie des grenzüberschreitenden Zusammenarbeitens und des grenzüberschreitenden Wettbewerbs auch im sportlichen Bereich pflegen. Und wir begrüßen ganz herzlich das Schengen-Lyzeum, das deutsch-luxemburgische Schengen-Lyzeum mit seiner Mannschaft. Zeigt euch mal. Oder? Herzlich willkommen bei uns, die Mannschaft aus Bern. Wir begrüßen ebenfalls ein Abibac-Gymnasium aus Saint-Avold, das Lycée Jean-Victor Poncelet. Das Abibac-Gymnasium aus Völklingen, das Wand-Gymnasium. Herzlich willkommen. Und natürlich, last but not least, unsere Partnerschule aus Freiburg. Herzlich willkommen. Wir wünschen euch natürlich zwei wunderbare Tage. Ihr wisst ja, wichtig ist nicht, wer gewinnt. Dabei sein ist alles. Fair miteinander Sport zu treiben, ist das Ziel. Natürlich drücken wir auch ein bisschen als Saarbrücker die Daumen für die Saarbrücker Mannschaft. Das werden wir verstehen. Ihr werdet schwimmen, Leichtathletik treiben, Volleyball spielen, Streetball, Badminton, Fußball, Tischtennis und Biathlon. Ich denke, das ist eine ordentliche Anzahl an Disziplinen, wo ihr zeigen könnt, was ihr könnt. All das wäre nicht möglich ohne finanzielle Unterstützung, ohne unsere Sponsoren, die ich dann bei dieser Gelegenheit gerne nennen möchte. Wir haben den Regionalverband Saarbrücken, unseren Schulträger, der insbesondere uns unterstützt hat bei diesen wunderbaren T-Shirts. Das Logo, das uns sehr gut gefällt, ist das Produkt einer Schülerarbeit, eines kleinen Wettbewerbs an unserer Schule. Das Europaministerium hat uns unterstützt, der Wirtschaftsclub Saar-Pfalz-Moselle, Saar-Toto, und wir danken ganz herzlich natürlich auch der Polizeikantine, die dafür sorgen wird, dass ihr nicht nur gut bewacht seid hier in dieser Halle, sondern dass ihr auch gut verpflegt seid. Zum Schluss geht natürlich unser Dank an unsere Sportlehrerinnen und Sportlehrer, allen voran Monsieur Alain Albert und Markus Böse. Die beiden sind die Hauptorganisatoren, aber auch alle anderen Sportlehrer von allen Schulen haben sich ja in der Vorbereitung entsprechend engagiert. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bonjour à tous, un très grand bienvenue. Nous sommes très très heureux, très fiers de vous retrouver ici ce matin au lycée franco-allemand de Saarbrücken. Donc bienvenue à l'équipe du Luxembourg, de Poncelet de Saint-Avold, l'équipe de Fribourg et l'équipe de Völklingen. Et bien entendu, bienvenue aussi à nos élèves ici de Saarbrücken. Vous représentez tous des établissements qui ont une sensibilité particulière, transfrontaliers, plurilingues, européens. Et nous sommes convaincus que vous saurez mettre cet esprit-là aussi en œuvre ces deux jours-ci dans le cadre de vos rencontres sportives. On vous souhaite énormément de plaisir. Faites votre mieux, la participation c'est le plus important, mais bien entendu, je m'imagine bien que vous auriez aussi envie de gagner de temps en temps. Donc je vous souhaite beaucoup de chance et merci à tous les professeurs de sport qui vous ont préparé et qui vous accompagnent, et particulièrement à notre équipe de professeurs aussi du lycée de Saarbrücken qui prépare ces rencontres depuis le début de l'année scolaire sous la conduite de M. Alain Albert
et de Monsieur Marcus Böse. Merci à eux. Alors juste un petit mot pour vous rappeler quand même le but de nos Olympiades. Pour nous, c'est l'occasion pour des lycées de nationalités et de cultures différentes de pouvoir se rencontrer, de se confronter à travers des activités sportives diverses, d'échanger aussi en dehors des terrains, de partager des bons moments surtout. Alors il paraît que l'important c'est de participer, je rajoutais pour ma part que le plus important c'est la manière de participer. Je ne vais pas vous faire de discours moralisateur, mais le sport, avant tout, ça doit être une fête. L'engagement, le fair play, le respect des autres et des règles devraient l'emporter sur toute autre considération. Les Olympiades, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi l'engagement actif d'autres élèves. Vous pouvez les repérer, ils ont des maillots gris. C'est eux qui assument l'arbitrage, le chronométrage, le secrétariat, le service des repas, l'hébergement, etc. Il y a encore d'autres choses. Et je les remercie d'avance. Alors, de grâce, ne leur compliquez pas la tâche, soyez tolérants et acceptez leurs décisions. C'est dans cet état d'esprit-là que la fête sera réussie. Alors, je vous souhaite à tous de profiter pleinement de ces deux journées. Éclatez-vous tous et que le meilleur gagne.